Zwei Bundesligisten wollen ins Endspiel. Zwei Bundesligisten wollen unbedingt den Pott. Halbfinale im Pokal der B-Junioren. Union Berlin empfängt Hertha BSC. Der Nachwuchs der alten Dame als Tabellenzweiter der Bundesliga leicht favorisiert. Die erste Aktion geht aber an Union in Rot. Das ist Yasin Dag rechts raus auf Luca Hase. Gefährliches Ding. John Liebelt, Hertha-Keeper Kilian Schubert, ist direkt mal auf Betriebstemperatur. Drei starke Reaktionen innerhalb kürzester Zeit. Er verhindert den frühen Rückstand. Insgesamt die Hertha, das Team von Zecke Neuendorf, aber das bessere Team. Lazar Samardžić, Joe Williams ist da, 1-0 Hertha, aber sie hören den Pfiff. Abseits, Glück für Unionsschlussmann Tim Klemm. Der steht kurz danach wieder im Mittelpunkt. Schwacher Pass im Aufbauspiel. Der Ball kommt zu Lazar Samardžić. Diesmal ist er drin, das 1-0 nach 27 Minuten. Der erste kleine Schritt in Richtung Finale ist getan. Ein herrlicher Schuss des Mittelfeldspielers. Union immer wieder bemüht, hinten raus zu kombinieren. Die Hertha läuft aber früh und aggressiv an. Tim Klemm, der nächste Fehler, gerade noch mal gut gegangen. In dieser Phase ist er nicht der gewünscht sichere Rückhalt seiner Mannschaft. Die Hertha bleibt dran. Paul Golombek setzt sich hier klasse durch. Und dann schalten sie ganz, ganz schnell. Luca Netz. Diesmal ist Keeper Klemm hellwach. Ganz im Gegenteil dazu seine Hintermannschaft. Danach ist dann Pause. Zweite Hälfte. Hertha BSC weiter das bessere Team, das ballsichere Team. Netz lässt sich geschickt fallen. Luca Netz. Klemm. Überragend. Schön übergegriffen. Das macht dem Keeper Spaß. Spaß macht auch die Berliner Hertha. Lässt auf dem Rasenplatz an der Wuhlheide überhaupt nicht locker. Das ist der eingewechselte Anton Kade. Zack, bumm, 2-0. Und das ist auch völlig verdient. Kade legt sich den Ball nochmal auf rechts und der schlägt dann richtig gut ein. Das Tor zum Finale, weit aufgestoßen, Klemm hier machtlos. Kann Union nochmal zurückschlagen? Es sieht nicht danach aus. Das Team in Blau und Weiß macht, was es will. Und Anton Kade macht mit Unions Defensive, was er will. Eine brutal starke Einzelleistung. Milan Kremenovic 3-0. Auch er zuvor von der Bank gekommen. Eine Co-Produktion also der Joker. Der Großteil des Tores gehört aber definitiv Anton Kade. 10 Minuten vor dem Ende. Union also so gut wie geschlagen. Ein Berliner Fußballwunder müsste jetzt her. Stattdessen passiert das hier. Freistoß. Hertha, Lazar Samardžić, wie frech ist der denn bitte? Das 4-0, Berlins Zehner mit so viel Gefühl im Fuß. Ein Traumtor, das man sich nicht oft genug anschauen kann. Das Spiel damit endgültig entschieden, aber noch nicht rum. Union will den Ehrentreffer. Kommt nochmal. Oguzhan Kodura. Der Schuss hätte ein Tor verdient gehabt. Es laufen bereits die Schlusssekunden. Nochmal Union. John Liebelt. Es gibt kein Durchkommen mehr. Dann ist Schluss. Hertha BSC schlägt Union Berlin deutlich mit 4-0 und zieht ins Pokalfinale der B-Junioren ein. Dort wartet Landesligist BFC Preußen. Trainer Andreas Zecke-Neuendorf
mit seinem Fazit zum Spiel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da was passiert, weil wir auch in der ersten Halbzeit, denke ich mal, das Spiel diktiert und bestimmt haben. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch einige Torchancen, einige Möglichkeiten auch uns nach vorne zu schießen. Wir hatten aber auch ein paar Halbaktionen, die wir nicht gut zu Ende gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit, man muss einfach damit rechnen. Wir haben ja auch nicht heute gegen den Tabellenletzten aus der Kreisliga C, nichts gegen die Kreisliga C, aber wir haben heute gegen Bundesligisten gespielt. Und dass die irgendwann in einer Phase sind, dass sie auch mal sich Spielvorteile oder Vorteile arbeiten im Zentrum oder wo auch immer, die haben gute Jungs dabei. Und mit Fisnik Aslani haben sie da einen riesen Stürmer nach vorne, der jedes Mal irgendwie für den Unterschied sorgen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.